Templin, Perle der Uckermark wird sie auch genannt. Die Stadt in der Uckermark liegt im Naturraum der Templiner Platte. Südlich von ihr erstreckt sich das bedeutsame Biosphärenreservat Schorfheide. Ihr Wappen trägt den goldbewehrten roten Adler auf silbernem Felde, bestreut mit 14 grünen Kleeblättern. Für die Herkunft des Namens Templin vermutet man das germanische Wort Timpen, Tempen oder Tempel, das wohl so viel wie spitzer Hügel bedeutet. Seit dem 8. Jahrhundert wurde die Gegend um Templin von den Retschanen, einem westslawischen Volk, bewohnt. Infolge des Wendenkreuzzuges 1147 fiel das Gebiet unter die Herrschaft des Askaniers Albrecht des Bären. Um 1230 erwarben die askanischen Markgrafen Johann I. und Otto III. Das Gebiet des nördlichen Barnims, einer geografischen Besonderheit im östlichen Brandenburg, und sicherten sich so einen wichtigen Handelskreuzpunkt Richtung Stettin und Hamburg. Templin verfügte durch den Templiner See mit seinem Abfluss von mehreren Seiten über einen natürlichen Schutz vor Angreifern. Um 1300 wurde der natürliche Schutzwall aus Wasser, Sumpf und Wald durch tiefe Gräben und einer Wehranlage aus Feldsteinen ergänzt. Der Bau der Befestigung dauerte 100 Jahre. Nach ihrer Fertigstellung war der unregelmäßige ovale Mauerring ganze 1735 Meter lang. Die Mauer ist 6 bis 7 Meter hoch und an ihrer Krone etwa 80 cm breit. Die Steine sind sorgfältig geschichtet. Es gab keine Zinnen und keinen Wehrgang. Deren Aufgaben übernahmen die Wieghäuser. Eine Besonderheit Templins ist die seltene halbrunde Form aller Wieken, die alle 25 bis 30 Meter in die Feldsteinmauer hineingebaut waren. In den oberen Etagen befinden sich Schießscharten nach allen Seiten und nach unten, sodass es keine toten Winkel gab. Zwei Wieken wurden zu Rundtürmen umgebaut. Einer von ihnen ist der Pulverturm und der andere der Eulenturm. Sein alter Name Hungerturm und die in 6 Metern Höhe gelegene Tür verweisen auf seine Nutzung als Schuldgefängnis hin. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Stadt als Templin 1270. In dieser Urkunde wurde der Länderaustausch zwischen den askanischen Markgrafen und dem Bischof von Brandenburg besiegelt. Mit dem Tode des brandenburgischen Markgrafen Waldemar im Jahr 1319 starb die brandenburgische Linie der Askanier aus. Es kam zu jahrzehntelangen Auseinandersetzungen und ständigen Besitzerwechseln. 1379 erlaubte Kurfürst Sigismund, dass Templin dem Bündnis pommerscher Städte mit Stralsund, Stettin, Pasewalk, Prenzlau und Straßburg beitrat, um dem ausbreitenden Bandenwesen entgegenzuwirken. Im Frieden von Prenzlau 1479 kam Templin endgültig zu Brandenburg. Immer wieder kam es zu großen Stadtbränden in Templin. Doch am 30. Mai 1618 wütete ein besonders heftiger Brand, der nur in 2 Stunden weite Teile der Stadt in Schutt und Asche legte. Die Bilanz des heftigen Stadtbrandes: 5 Menschen, 309 Häuser, Kirche, Rathaus und Schule sowie Urkunden wurden Opfer der Flammen. Doch es sollte noch viel schlimmer kommen. 1627 erreichte der 30-jährige Krieg die Stadt.
als dänische Truppen die Stadt belagerten und erpressten, die nach dem großen Brand von 1618 erst zu zwei Drittel wieder errichtet war. Zusätzlich lag die Stadt im Durchzugsgebiet der Schweden, die Templin mehrmals plünderten. Tragisch genug war die Situation der Stadt im Dreißigjährigen Krieg, doch im Gefolge des anwährenden Krieges waren die Pestepidemien von 1626 und 1638 noch viel verheerender. Die Stadt war nach dem Ende des Krieges völlig ausgeblutet. 1641 zogen die Schweden aus Templin ab. Von einst 413 Familien überlebten nur 30 von ihnen die Höllenqualen der grausamen Zeit. Infolge eines erneuten Großbrandes in der Stadt wurde 1738 eine erste Feuerlöschordnung erlassen. Darin stand, dass jeder Bürger der Stadt eine hölzerne Feuerspritze und einen ledernen Feuereimer in gebrauchsfertigem Zustand im Hause haben musste, was auch streng kontrolliert wurde. Auch nach diesem Brand wurde die Stadt planmäßig wieder aufgebaut. Die Straßen wurden verbreitert und begradigt, was zu einer schachbrettartigen Bebauung mit zweigeschossigen Fachwerkhäusern führte. 1749 wurde die Maria-Magdalenen-Kirche wiedereröffnet, kurz darauf ist auch das Rathaus im barocken Stil wieder aufgebaut. Nach dem Abzug französischer Truppen nach der napoleonischen Fremdherrschaft wechselte 1809 Templin in die Selbstverwaltung und wurde zugleich Kreisstadt. Mit der Eröffnung der Bahnstrecke Löwenberg-Templin zog auch in Templin die Industrialisierung ein. Die bessere Verkehrsanbindung förderte nicht nur die Wirtschaft, sondern legte auch den Grundstein für den Fremdenverkehr. Allerdings schränkte der Erste Weltkrieg 1914 bis 1919 den Personenverkehr und die Wirtschaft erheblich ein. 177 Templiner starben auf den Schlachtfeldern. Der letzte der 71 Kriegsgefangenen kam Ende 1919 wieder nach Hause. Um eine bessere Verbindung zum Westufer des Templiner Sees herzustellen, baute das Spandauer Pionierbataillon 23 1937 eine 108 Meter lange und 6 Meter breite Holzbrücke in der Nähe der Bürgerschule am Eichwerder. Im Zweiten Weltkrieg erfolgte am 6. März 1944 ein amerikanischer Bombenangriff, allerdings fiel der größte Teil der Bomben in den Templiner See. Der Krieg kam eigentlich erst in den letzten Kriegstagen nach Templin. Am 28. und 29. April 1945 besetzte die Rote Armee die Stadt. Bei Kämpfen wurden 234 Gebäude in der Innenstadt unbewohnbar gemacht und alle Brücken zerstört. Insgesamt waren 66% der Innenstadt vernichtet. Wieder einmal stand Templin vor dem Wiederaufbau. 1951 konnte das ausgebrannte Gebäude der Bürgerschule wieder für den Unterricht genutzt werden. Mit der Verwaltungsreform von 1952 wurde der Kreis Templin verkleinert und dem neu entstandenen Bezirk Neubrandenburg zugeschlagen. ...1957 wurde das Heimatmuseum im Prenzlauer Tor eröffnet. Die Sammlung war bereits 1953 begonnen worden. Erste Wohnblocks entstanden von 1963 bis 1967 auf den berühmten Trümmergrundstücken
und das Rathaus wurde in seiner ursprünglichen Form wieder hergerichtet. 1967 begann der Aufbau einer größeren Wohnsiedlung am Stadtrand, hinter dem Vorstadtbahnhof, deren erste Wohnungen ab 1972 bezogen werden konnten. 1985 wurde der Stadt der Titel staatlich anerkannter Erholungsort verliehen, der 1994 erneuert wurde. Nach der Wende und friedlichen Revolution in der DDR und der deutschen Wiedervereinigung brachten die Umstellung auf die Marktwirtschaft die meisten Betriebe in Templin in große Schwierigkeiten. Es kam zu drastischen Produktionsrückgängen, Betriebsschließungen und hoher Arbeitslosigkeit. Das wurde in den folgenden Jahren Schritt für Schritt durch Wieder- und Neuanfang kleinerer privater Betriebe aufgefangen. Templin mit ihrem mittelalterlichen Charme und der seenreichen Umgebung ist mittlerweile zu einem touristischen Hotspot gewachsen und trägt zu Recht den Titel Perle der Uckermark.